Gerhard Höllerich alias Roy Black, das Synonym für den deutschen Schlager. Ich weiß, dass es viele gibt, die sagen, ich sei ein Schmiss, nicht allen recht machen. Was dem einen Roy Black ist, ist dem anderen vielleicht sein Jimi Hendrix. Ich will es auch nicht allen recht machen. Tausende Menschen hatten sich am 16. Oktober 1991 in Augsburg am Sarg des Troubadours versammelt und erfuhren, dass der heitere Sänger ein Mann mit vielen unbekannten Facetten war. Während andere Künstler ihren bürgerlichen Namen irgendwann ganz ablegen und sich auch als Mensch in ihrem eigenen Pseudonym verstecken, brachte Roy Black den Gerhard Höllerich immer wieder selbst ins Gespräch. Dann, wenn er an sich und seinem Beruf zweifelte und wenn ihm das Unwirkliche und das Vordergründige seines Bühnendaseins zur Belastung wurde. Ein ganzes Künstlerleben lang. Roy Black, das zärtliche Matinee-Idol, und Gerhard Höllerich kamen nie besonders gut miteinander aus. Und noch die Schlagzeilen über den für viele unerwarteten Tod des Sängers am 9. Oktober 1991 persiflieren fast den jahrzehntedauernden Versuch des Verstorbenen, eine kraftzehrende Existenz als Künstler mit einem Dasein als Privatmann, Gatte und Familienvater zu versöhnen. Eine Auseinandersetzung, die Gerhard Höllerich im Leben und im Tod gegen Roy Black verloren hat. Er war halt einfach eine Begabung. Er hat einfach diesen Roy Black dargestellt, nicht gespielt. Da standen 1000 Leute oder 2000 und stieg aus und lachte. Er lachte einfach nur. Und die Welt lachte zurück. Das Publikum, seine Fans und all die, die da waren, lachten zurück. Und das war er. Letztendlich hat er eine Mauer um sich gehabt. Er hat sich also niemals und keinem Menschen gegenüber ganz öffnen können. Ich glaube, jeder Showmann, Sänger oder Schauspieler muss eine gewisse gesunde Schizophrenie entwickeln. Das heißt, er sollte die eigene Person von der Person, die auf der Bühne steht, ein bisschen trennen. Sonst geht da was schief. Bei dem Roy Black, den die Crème der Bundesdeutschen Showgesellschaft so demonstrativ ins Grab geleitete, war einiges schiefgegangen. Doch das war fast vergessen, denn in seiner Sterbestunde befand er sich im Zenit eines großen Erfolges. Der quotenträchtige Held vom Wörthersee war wieder da, wo er mit Schätzchen Uschi Glas in den 60ern angefangen hatte. Und weil das Volk seine Lieblinge ungern so früh verliert, gibt es immer wieder Zeitgenossen, die auch heute noch nicht begreifen, dass der Tod von Roy Black eine Parabel auf die Mechanismen des Showgeschäfts ist. Dass es Roy Black ist, das sieht man ja auf den ersten Blick, dass da kein Doppelgänger liegt, ist klar. Wir haben es natürlich bei dem Mann, der uns das Foto zugespielt hat, dann hinterfragt, wo es gewesen ist, wie das Foto entstanden ist. Wir haben ein paar Verwandte gefragt, ist das Foto authentisch? Und wir haben überall die gleiche Antwort gekriegt, ja, das ist Roy Black und das ist Roy Black im Sarg. Daran gab es dann keinen Zweifel mehr. Und dann haben wir diese Merkmale, die auf einen unnatürlichen Tod hinzudeuten schienen. Wir haben das ja auch nur dann in der Zeitung in Frageform rübergebracht. Also wir haben nicht gesagt, Roy Black ist nicht eines natürlichen Todes gestorben, sondern das können wir nicht beantworten. Sondern wir haben die Fragen, die aus diesem Fall sich gestellt haben, haben wir neu aufgeworfen. In der zuständigen Staatsanwaltschaft von Traunstein hat man für Spekulationen kein Verständnis. Wir haben im Jahre 1991 Todesermittlungen durchgeführt, wie das immer der Fall ist, wenn von den Ärzten nicht natürlicher Tod oder eine nicht aufgeklärte Todesursache bescheinigt wird, und haben die Leiche obduzieren lassen. Wir kamen zu dem Ergebnis, dass an einem natürlichen Tod kein vernünftiger Zweifel besteht. Fremdeinwirkung auf jeden Fall können wir ausschließen. Der Beginn von Blacks Karriere, ein Märchen. In einer Zeit, da die rauen Klänge junger englischer Bands die Erziehungsberechtigten verstörten, tauchte aus der süddeutschen Provinz ein bescheidener Junge auf, mit dessen Liedern alle die etwas anfangen konnten, die sich vom neumodischen Gebrüll namens Rock'n'Roll abgestoßen fühlten. Ende der 60er Jahre landete Roy Black einen Hit nach dem anderen und wurde von der Jugendbibel Bravo entsprechend angepriesen. Der nette Junge mit der Schmeichelstimme, was für eine Alternative zu den langhaarigen Stars, mit denen der Solist dennoch in den Charts konkurrieren konnte. Nur konsequent, dass auch die da niederliegende Filmindustrie den Strahlemann entdeckte. Na? Gut, dass wir geübt haben. Was geübt? Na, die Mund-zu-Mund-Beatmung.
Ja, könnte mein Hobby werden. Der Gerd war eben ein unglaublich gemütlicher, angenehmer, netter junger Mann, der einfach zum Beispiel eben sich gern hingehockt hat. Und da hat man gesagt, gibt's hier irgendwo eine Gitarre? Und dann hat sich also auch die Wirtin dazu gesetzt und dann hat man dann einen netten Abend gehabt. Also, sagen wir mal, sehr bodenständig und sehr, also sehr normal. Also, ich weiß nicht, ob Sie mich verstehen. Also, es gibt so ich lebe ja selber auch sozusagen stinknormal, was viele Leute vielleicht dann immer so ganz eigenartig sagen, so, also macht ihr das ja. Und der Roy war also total, der war also selig, wenn er kein Smoking anziehen musste. Also ich habe immer das Gefühl gehabt, wenn er zum Beispiel zu einer Gala oder was musste, war er immer ein bisschen verkleidet. Doch vor allem die Verkleidung war zum Beispiel für die Bravo-Macher in München interessant. Roy Black war bald Stammgast auf dem Titel und in der Redaktion. Die Reliquien zieren noch immer die Schreibstube des Veteranen Fritz Tillack. Ja, das ist also unser Prachtstück. Das ist die erste Ausgabe von Roy Black Starschnitt. Der in die Jahre gekommene Jugendjournalist widmet einen Großteil seiner Zeit der Nachruhmpflege seines Idols. Und erinnert sich an die angeblich so unbeschwerten Tage, in denen das Blatt und der Jungstar eine ganz besondere Beziehung zueinander entwickelten. Um mir den zusammenzusetzen und so sah er also aus, das ist also die Originalgröße von ihm. Es war immer Stimmung, wenn der Roy im Haus war. Es war einfach was los. Es war der Kumpel von nebenan, der also nie schwierig war und auch niemals Probleme gemacht hat. Ja, und dann kam er ja immer öfters. Das hatte ja einen ganz bestimmten Grund. Wir hatten damals eine bildhübsche Layouterin bei uns beschäftigt oder bei der damaligen Redaktion. Und da kam ihm Roy immer wieder und da fiel ihm eine blonde junge Dame auf, die Silke Fakt hieß, die damals noch. Und ja, in die verliebte er sich ja dann auch. Lachender Blick, schon früh am Morgen. Silke Fagts und Gerhard Höllerich begegnen sich 1967. Der Sänger, der von seinen vor allem weiblichen Fans angehimmelt wird, versucht in dieser Beziehung das zu verwirklichen, was er in jedem seiner Hits besingt, die große Liebe. Der Mann, der sich im Showstress fast nur unter den immer gleichen Kollegen bewegt, projiziert seine Ideale auf die Grafikerin. Entsprechend melodramatisch fällt auch sein Antrag aus. Er ist auf die Knie gefallen, ganz urkomisch, und hat gesagt, wollen uns verloben. Und das beinhaltete dann auch die Heirat. Darauf sind wir dann nie mehr gekommen. Wir haben dann nur noch über den Termin geredet. Es war sehr witzig, romantisch kann ich nicht sagen, aber sehr witzig eigentlich, wie er auf die Knie gefallen ist. Und dann sind wir auch gleich los, haben Verlobungsringe gekauft. Und das war's dann. 1974 kommt der romantische Held auch offiziell unter die Haube. Die Idylle fast zu perfekt. Die Feier im kleinen Kreis zeigt einen entspannten Bräutigam, der seinen Alltag für einen Moment vergessen zu haben scheint. Doch das Privatissimum bleibt Ausnahme. Der junge Gatte ist längst eine öffentliche Person. Ist da jetzt das Hallgerät dazugeschaltet? Ja, sehr schön. Was fürchten Sie auf einer Tournee am meisten? Dass man nicht ankommt, dass ein Saal leer ist und dass man einbricht, wie man in unserer Sprache sagt, dass die Leute einen nicht mögen, dass kein Applaus kommt und dass das Publikum enttäuscht ist von einem. Das wäre sicher das Schlimmste. Ihr größtes Ziel? Einfach etwas zu sein, wovon die Leute später sagen, dass es gut war und dass man sich seiner Arbeit nicht zu schämen braucht. Das hätte er nie zugegeben. Denn die Attitüde des Herzensbrechers war ungeheuer einträglich. Das meist nicht mehr ganz junge Publikum liebte Black und wollte fröhlich schunkelnd auch gar nicht wissen, dass der Sänger so seine Probleme mit der tausendsten Fassung von Ganz in Weiß hatte. Er konnte sich mit seiner Musik nicht identifizieren. Er wollte eigentlich immer andere Musik machen. Und das hat ihn zur Verzweiflung gebracht, dass dieser Roy Black, dieses Image, was von ihm da war, dass das nicht er war oder nicht das, was er eigentlich machen wollte. Er war von Anfang an, er hat seine Karriere als Rock'n'Roller begonnen und ist nun in dieses Schnulzen-Heini-Image gedrängt worden. Und das hat ihn eigentlich ewig unglücklich gemacht und in Selbstzweifel gedrängt. Das ist eine schön erfundene Geschichte, dass der arme Gerd Höllerich, Roy Black, in eine Rolle gezwungen wurde, die ihm gar nicht behagt und die er gar nicht wollte. Ich glaube, dass das nicht richtig ist. Nach allem, was ich weiß, auch aus seinem Umfeld, insbesondere durch und über seinen Bruder,
mochte er die Musik, die er sang, durchaus. Jeder Künstler hat, wenn er eine neue Platte aufnimmt, ein paar Titel, die er besonders mag und andere, die er etwas weniger mag. Also das ist ein normales Phänomen. Aber dass er mit der Musik eine Art Identitätskrise hatte, das ist einfach nicht richtig. Er verstand sich als Pop-Schlager-Star, hat in der Rolle gelebt und ich glaube nicht, dass er in der Rolle unglücklich war. Das Phänomen Black war nicht unbegrenzt haltbar. Mitte der 70er Jahre wird der Erfolgsverwöhnte zum Ladenhüter und sucht verzweifelt nach den Gründen dafür. Ich habe ja nun inzwischen 3 neue Platten veröffentlicht, die nicht toll gingen. Sprich, sie gingen fast gar nicht. Und ich habe mich gefragt, liegt es an mir? Ist die Person Roy Black abgenudelt, out, abgedroschen, das heißt, hat das Gesicht zu oft gesehen? Oder sind es die Schlager, dass sie nicht mehr stimmen, dass sie anders gemacht werden müssen, dass ein neuer Trend ist im Schlager? Ich bin noch nicht drauf gekommen. In dieser Situation begegnet der Musiker Wolfgang Kaminski. Der wird Blacks Manager und engster Vertrauter bis zum Tod des Sängers. Die Art und Weise, wie wir zum Beispiel eine Abrechnung bei unserem ersten Zusammentreffen machten, die zeigte mir schon, hier ist jemand, der mit der Branche nicht so sehr viel anzufangen weiß und der relativ alleine dasteht. Wenn ich mich vor 2000 Leuten produzieren kann, dann halte ich mich für so umwerfend gut, dass ich das auch kann, dass man mich annimmt. So. Der hat sich dann in die Arbeit gestürzt. Wir haben 1978 eine Tournee gemacht. Oft waren auf der Bühne mehr Leute als im Saal. Das hat er relativ leicht genommen und locker genommen. Es war für ihn eine Beschäftigungstherapie für das ganze Team. Das hat wirklich Spaß gemacht, aber es war nicht, dass damit Geld zu verdienen war. Auch die Geburt des Sohnes Thorsten 1976 hilft dem Vater weder über die kreative noch über die private Krise hinweg. Das Kind kann die vielen Risse in der Ehe der Eltern nicht überdecken. Die beiden trennen sich immer wieder kurzfristig. 1982 aber kehrt Silke Höllerich nicht mehr zu ihrem Mann zurück. Thorsten und seine Mutter entziehen sich dem Leben des Stars. Im November 1985 ist die Scheidung vollzogen. Gerhard Höllerich hat diesen Schritt nie verwunden. Unsere Ehe war für ihn eigentlich immer unauflöslich. Er hat immer irgendwie das Gefühl gehabt, dass ich immer bei ihm bleibe. Er hat mein Weggehen auch eigentlich nicht mehr so ernst genommen. Er wusste, ich komme irgendwann wieder. Und war sicher sehr, sehr überrascht, dass ich wirklich ernst gemacht habe. Und verzweifelt dann auch. Trost holt sich der Arbeitswütige in einem wahren Terminmarathon und ignoriert scheinbar, dass die meisten Termine eher dazu geeignet sind, eine Selbstdemontage anzuschieben. Kein Dorffest ist Black zu klein, er singt überall und bekommt von den Treuesten noch immer seine Streicheleinheiten, die ihm nicht helfen. Mir sagte er, ich habe mal, wo wir abends durch Herde gefahren sind, habe ich ihn gefragt, kennst du das eigentlich, die Sparkasse hier und so? Da sagte zu mir, um Gottes Willen, ich kann doch nicht in Herdecke spazieren gehen. Das ist mein Scheißleben, sagt er. Ich kann doch nicht mehr hier oben spazieren gehen. Und das hasst er so. Er wollte immer seine Ruhe haben, immer irgendwo der Normale sein, der Gerd. Und sagte, das kann ich nicht, das ist mein Problem. Er sagte zu mir, das werde ich nie vergessen, willst du mit mir tauschen? Das werde ich auch nicht vergessen. Jetzt kommt das, weil das so locker, Gott sei Dank, läuft. Da wie gesagt, ich mit dir tauschen, vielleicht ein Vierteljahr. Lerne ich, so locker wie das gesagt, lerne ich nette Mädchen kennen, sehe ich auch mal so gut aus wie du, aber länger nicht. Da sagte ich, verstehe dich, ich würde auch gerne mit dir tauschen. Der ganz private Gerd Höllerich war ein Mensch mit irrsinnigen Selbstzweifeln, mit Zweifeln an vielen Dingen, die in der Welt passieren, der sehr oft unzufrieden sein konnte und auch tief traurig und unglücklich sein konnte über die wirklich verschiedensten Dinge, die es gab. Er hatte oft das Gefühl, so sagte er einmal, eine Taube macht in ein Fußballstadion, ich sitze drin und den Dreck kriege ich immer ich ab. Ein Gefühl, dem sich Black wohl auch ganz gern hingab und das sich vor allem mit Alkohol ertragen ließ. Ein riskantes Spiel, Höllerich hatte ein schwaches Herz. 1986 musste er sich zwei schweren Operationen unterziehen, doch die Eingriffe schienen der Beginn eines neuen Karrierehochs. Direkt danach startete er mit Mona. Natürlich fielen auch da ein paar Dinge zusammen. Die dramatische Herzoperation oder beide Herzoperationen, was damals für die gesamte Presse ging. Dann kommt jemand, macht eine neue LP. Man ist dadurch aufmerksam gemacht worden. Viele haben gesagt, das war nur ein PR-Gag, den man eingestiehlt hatte. So clever sind wir nicht gewesen, dass wir eine Herzoperation missbrauchen, um ein PR-Gag draus zu machen. Ersten Mal durfte der Sänger behutsam bei der Auswahl von Musik und Texten mitbestimmen.
Zum vielleicht ersten Mal hatte Black zu seinen Songs mehr als eine Arbeitsbeziehung. Aber die Versöhnung mit seiner eigenen Existenz blieb aus. Wahnsinn. Sicher wirst du deshalb einmal gehen. Und den Wahnsinn lebt er auch aus, für alle sichtbar, fast schamlos. 1989 muss Black bei einem Feuerwehrfest die Bühne verlassen. Er ist volltrunken. Und wie immer, wenn der Rausch verfliegt, übt sich der Sünder in Reue. Dieses Gefühl, was es nachher für ihn war, wie sehr er sich schämte, wie ihm das leid tat, dass er diesen Auftritt kaputt gemacht hatte, das war für ihn eigentlich schlimmer als der Moment, dass er erwischt wurde. Sondern die Leute enttäuscht zu haben, darunter hat er gelitten. 1989 lernt Roy Black bei einer Gala die 22-jährige Carmen Böning kennen. Die Verwaltungsangestellte ist dem Musiker schon als Fan bedingungslos ergeben. Für Black eine ideale Partnerin? Sie ordnet sich vollkommen den Anforderungen seiner Lebensweise unter. So privat versorgt kehrt der mittlerweile 46-Jährige zur Schauspielerei zurück. RTL hat eine Serie in Auftrag gegeben, die das schwere Leben im lieblichen Salzkammergut darstellt. Das Serienschloss am Wörthersee wird für Black zur Rolle seines Lebens. Die ersten Folgen bescheren dem Kölner Sender Traumquoten und dem Star mal wieder Probleme. Das wandelte sich in dem Moment, als es zu überschwänglich wurde, als es nicht mehr angemessen war, als die Leute wirklich sagten, mein Gott, wir haben jetzt hier den größten Schauspieler, den Deutschland jemals gehabt hat. Und das ist doch ein Quatsch gewesen. Er hat eine Unterhaltungsserie gedreht, nicht mehr und nicht weniger. Eine Unterhaltungsserie, die sich ein Sechsjähriger, eine 60, 70, 80-Jährige angucken konnte, ohne dass es dann der Familie Konflikte geben konnte. Diese Überbewertung, die da war, die machte ihn sogar unzufrieden. Er wollte nicht so wichtig genommen werden. Roy ist zusehends mit dem großen Erfolg, mit dem zweiten, schüchterner geworden, hat sich mehr zurückgezogen, war kaum zu bewegen, zu irgendeinem Fest zu gehen, weil es hat damals jeden Tag irgendeine Einladung gegeben, wo wir alle da waren, aber er nie da war. Er hatte einen Fluchtpunkt. In der einsamen Hütte wähnte sich Gerhard Höllerich sicher vor allen, die ihm sonst zu nahe kamen. Auch wenn die Gedanken darüber ihn niemals losließen. Dieses seziert werden, auf dem Tisch liegen und auseinandergenommen werden vor einer ganzen Nation, das ist so eine Ungeheuerlichkeit eigentlich für mich. Was über mich schon gesagt wurde, ob wahr oder unwahr, das ist so ungeheuerlich, dass ich bin ich kann genauso gut nackt rumrennen, es ist wurscht, weil über mich weiß man alles. Mein Bruder versteht mich, Karin versteht mich. Kaminski weiß, was los ist. Aber ansonsten, wem ich sonst was sagen sollte, das ist echt schwer. Am 14. September 1991 wird Nathalie, die Tochter von Carmen Böning und Roy Black, geboren. Der Vater reagiert fast melancholisch. Wichtig war immer, dass es ein Mädchen wird. Sagte zu mir, ich möchte keinen Jungen, ich weiß nicht warum. Er wollte unbedingt ein Mädchen, ist auch eingetroffen. Ja, auf der Rückfahrt dann haben wir ihn hier nach Hause gebracht, damit er sich ausschläft. An der Morgen ist der Herr Kaminski ins Krankenhaus gefahren und dann habe ich ihn schon wieder um 17 Uhr abgeholt. Er musste nach Trier. Und auf der Fahrt nach Trier, da haben wir mal kurz angehalten, da sagte zu mir, Mensch Bernd, was ist das für ein verrücktes Scheißleben?
jetzt werde ich Vater, habe meine Tochter einmal gesehen, bin wieder auf Tour. Das ist doch nicht der Sinn des Lebens, sagt er. Ne? Und er war unwahrscheinlich nachdenklich. Dann habe ich ihn gesagt, Mensch, du bist doch so ein junger Vater, freu dich auf dein Kind. Da sagte ich, freue mich, aber das Junge, das stimmt auch nicht mehr. Ich bin doch schon 48, sagt er. Und nicht unbegrenzt belastbar. Ab dem 1. Oktober 1991 steht der Hauptdarsteller für die letzten Drehtage der zweiten Wörthersee-Staffel vor der Kamera. Roy Black fühlt sich am Set und in dem vom Erfolg überraschten Team relativ geborgen, auch wenn er fast jeden drehfreien Tag für weitere Engagements nutzt. Doch jetzt will er nur noch nach Hause, zu Frau und Tochter. Die zweite Staffel Wörthersee wurde abgedreht. Die Abschlussarbeiten waren in Verona. Und es gab eine große Party, an der natürlich auch Roy teilnahm. Von dort aus wollte er zurückfahren nach Herdecke zu Carmen und dem Baby Nathalie. Ich glaube, er hat auch irgendwas gemerkt, weil er hat sich dann bei einer kleinen Abschiedsfeier, da war er schon weg, ist er mit dem Auto extra nochmal zurückgekommen und hat gesagt, hat sich nur einmal bei allen verabschiedet, hat zu mir gesagt, wenn ich dasselbe Team verpflichte im nächsten Jahr, verzichtet er auf 10% seiner Gage. Hat sich nochmal bei jedem verabschiedet und ist weg. Heißt das, er hat sich zweimal verabschiedet? Ja, das war ganz eigenartig. Wir haben auch zwei Tage vorher in Venedig, in Verona gedreht. Da auf den Romeo und Julia Balkon eine Liebesszene gemacht und in der Arena. Und er war irgendwie, wie soll ich sagen, es war irgendwie eine Abschiedsstimmung. Für uns natürlich die Abschiedsstimmung der Staffel. Aber ich glaube, dass das für ihn schon ein größerer Abschied war. Auf halbem Weg hat er dann übernachtet, rief von dort aus an und sagte, du, ich fahre nicht durch, ich übernachte in meiner Fischhütte. Und wir verabredeten uns für den nächsten Tag für ein Telefongespräch. Wir erreichten uns dann aber nicht. Und gegen Abend, als er sich immer noch nicht gemeldet hatte, noch nicht in Herdecke war, aber auch telefonisch in der Fischhütte nicht zu erreichen war, da machte man sich natürlich Sorgen. Und ich habe den Bruder Walter gebeten, dass er einmal nachsehen möge. Das hat Walter dann auch getan, ist hingefahren. Und als er sich nach über einer Stunde nicht meldete, war eigentlich klar, dass etwas Ungewöhnliches passiert sein musste. Deutschlands Showgeschäft ist ärmer geworden. Roy Black ist tot. Er starb gestern Abend an einem Herzinfall. Für den beliebten Schlagersänger kam jede Hilfe zu spät. In dieser Anglerhütte bei Mühldorf am Inn in Oberbayern starb Roy Black. Sein Bruder entdeckte ihn gestern um 18 Uhr, leblos im Schlafanzug im Bett liegend. Es hat sicherlich immer wieder Exzesse gegeben. Das ist notgedrungen, glaube ich, in diesem Business. Aber er hat halt natürlich durch diesen Wechsel immer von untertags den Stress, am Abend den Alkohol, dann hat er Schlafprobleme gehabt, hat sicherlich also nicht nur mit den Alkoholproblemen gehabt, sondern auch in Richtung Tablettensucht dann, um das wieder auszugleichen. Also er hat dann wieder Tage, wenn er nicht gedreht hat, gebraucht, um sich auszuschlafen. Aber er hat sehr exzessiv gelebt. Also ich glaube, dass es für ihn okay war, dass er in der Zeit, die er zum Leben gehabt hat, mehr erlebt hat als andere, wenn sie 80 werden. Es ist schrecklich gewesen, als er gestorben ist, aber vielleicht im Nachhinein betrachtet, hat er es verdient. Dass er so, wie er gestorben ist, einfach eingeschlafen ist und nicht mehr munter war. Ich weiß nicht, ob er noch ein viel schöneres Leben gehabt hätte. Es war einfach so, glaube ich, wie es war für ihn schon richtig. Sein Grab noch immer ein Wallfahrtsort. Denn schließlich wissen die Eingeweihten, wer sich hinter dem Namen Gerhard Höllerich verbirgt. Doch nur der ist wirklich tot. Der Mythos Roy Black lebt weiter.